Auf dem Bild sehen Sie die Richterin am Amtsgericht Essen, Kirsten Erl. Im Jahr 2005 bot RTL der Richterin an, die Sendung Das Jugendgericht zu übernehmen. Richterin Kirsten Erl knickte daraufhin ihre Karriere beim Land Nordrhein-Westfalen und ging zum Fernsehsender RTL. Zuvor hatte Ruth Herz, eine gebildete und sehr intelligente Richterin, für RTL die Sendung Das Jugendgericht jahrelang erfolgreich geleitet. Die intelligente Richterin Ruth Herz erhielt für ihre juristischen Fähigkeiten schon vor ihrer Fernsehkarriere das Bundesverdienstkreuz und verließ 2005 die Gerichtssendung, um einem Ruf der Universität Oxford zu folgen. Eine Karriere dieser Art hatte sich auch Richterin Kirsten Erl erhofft, als sie 2005 die Sendung übernahm. Offenkundig aber gab es Unterschiede in den Befähigungen der beiden Frauen und bereits im Jahr 2007 beendete RTL die Zusammenarbeit mit der Richterin Kirsten Erl. Das Land Nordrhein-Westfalen nahm die erfolglose Richterin Kirsten Erl wieder zurück. 2008 schoben das Justizministerium Nordrhein-Westfalen und der hohe SPD-Funktionär Dr. Jürgen Brandt der Richterin Erl einen Fall zu, den man nur als Angebot zu einem Verbrechen verstehen kann. Offenkundig, um ihre Karriere wieder zu begünstigen, nahm die Ex-RTL-Richterin Kirsten Erl das unmoralische Angebot an. Hier sehen Sie bereits die Ausführung des Justizverbrechens durch die beiden Juristinnen Gogreve und Kirsten Erl. Es ging darum, einem jüdischen Kaufmann eine Straftat unterzuschieben. Unterzuschieben deshalb, weil dieser Kaufmann keine Straftaten beging. Also musste das Justizministerium nachhelfen. Denn dieser Kaufmann veröffentlichte als Teil einer Gruppe von Kaufleuten beständig Informationen über den Zusammenhang zwischen Kinderstrich, Politik und Verwaltung. Der grüne Kasten hilft Ihnen, sich schnell und umfassend über die Dimensionen der Zusammenhänge zu informieren. Sie sehen oben den Strafbefehl und gelb markiert die Beleidigung, die vorgeworfen wurde. Diesen Text aber hatte der Kaufmann nie geschrieben. Er ist nachweislich von den beiden hier genannten Juristinnen verfälscht worden, um den Kaufmann für seine Veröffentlichungen abzustrafen. Hier zur Übersicht das Schreiben, das der Kaufmann wirklich geschrieben hat. Hier steht nichts von Faschisten wie Sie. Und achten Sie auf den Adressaten, an den der Brief gerichtet ist, und an die Betreffzeile. Dort wird kein Name erwähnt, niemand persönlich angesprochen. Außerdem gibt es dort auch keine Beleidigung. Es wird erwähnt, dass in rechtsstaatlichen Systemen in bestimmter Art und Weise verfahren wird, und dann wird es der Verfahrensweise in faschistischen Systemen gegenübergestellt. Der Empfänger des Briefes wird auch keiner Seite zugeordnet. Dass sich das Justizministerium selbst, allerdings bei neutraler Betrachtung, als faschistisches System sieht, lässt tief blicken. Auf jeden Fall hatte der Brief es keinem unterstellt, schon gar nicht jemandem persönlich. Könnte es nicht sein, dass die beiden Juristinnen nur versehentlich falsch zitiert haben? Nein, aber beurteilen Sie selbst. Erstens, die Anzeige wurde von zwei Richtern am Landessozialgericht gestellt. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei anzeigende Richter eine einfache Beleidigung nicht beurteilen können? Zweitens, danach hätte auch die Amtsanwältin Gogreve sich beim Aufsetzen der Anzeige verlesen müssen. Drittens, als nächstes erhält die uns bekannte Richterin Erl die Anzeige und wird sich das Beweismittel, das angeblich beleidigende Schreiben, ansehen. Aber auch sie hätte die hinzugefügten Wörter übersehen müssen. Viertens, sie wurde telefonisch über den Sachverhalt informiert. Da hätte es ihr doch spätestens auffallen sollen. Im Telefonat lehnte sie eine Änderung der Anzeige aber ab. Fünftens, sie wurde auch schriftlich darüber informiert. Wir erfahren gleich noch, mit welcher Leichtigkeit das Amtsgericht Essen Akten schönt und Beweismittel unterdrückt. Sechstens, schließlich wurde Akteneinsicht verlangt, um das Beweismittel mit dem falschen Zitat direkt unter die Nase der Richterin Erl halten zu können. Richterin Erl lehnte widerrechtlich, entgegen den ausdrücklichen Buchstaben des Gesetzes,
den Antrag auf Akteneinsicht ab. Siebtens, sie hätte auch nach dem Urteil noch die Gelegenheit gehabt, mittels eines Berichtigungsbeschlusses den Fehler zu korrigieren. Schauen wir uns jetzt aber erst einmal die Ablehnung der Akteneinsicht an. Gelb markiert ist hier zu lesen, dass Angeklagte bei Richterin Erl keinen Anspruch auf Akteneinsicht haben. Aber auch nur bei Richterin Erl nicht. Das Gesetz schreibt nämlich ausdrücklich vor, dass Angeklagte sehr wohl das Recht haben und sogar Abschriften aus den Akten verlangen können, wenn kein triftiger Grund dagegen spricht. Nachzulesen im § 147 Absatz 7 der Strafprozessordnung oder bei Wikipedia unter dem Stichwort Akteneinsicht. Der § 147 Absatz 7 der Strafprozessordnung sagt: Dem Beschuldigten, der keinen Verteidiger hat, sind auf seinen Antrag Auskünfte und Abschriften aus den Akten zu erteilen, soweit dies zu einer angemessenen Verteidigung erforderlich ist, der Untersuchungszweck auch in einem anderen Strafverfahren nicht gefährdet werden kann und nicht überwiegende schutzwürdige Interessen Dritter entgegenstehen. Soweit das Zitat. Warum bricht das Faschisten-Fickel Erl, Ex-RTL-Richterin, hier noch und nöcher die Rechtsvorschriften? Obwohl das Faschistenfickel Erl weiß, dass ihre Entscheidung auf Unrecht basiert, rudert sie nicht zurück. Wieder und wieder bricht sie Recht und Gesetz und versagt dem Angeklagten nun auch noch die geforderte Gerichtsverhandlung. Schließlich schickt sie den Angeklagten nach dem Urteil ins Gefängnis. Die Gründe für ihre Handlungsweise liegen auf der Hand. Mit welchen Mitteln diese Frau Karriere macht, ist ihr völlig egal. Nur leicht muss es gehen. Das sehr hohe Amt eines Richters, das ihr von ihren Mitbürgern anvertraut worden ist, stellt sie einer skrupellosen Bande von Faschisten völlig zur Verfügung. Sie macht alles, was diese Leute ihr sagen, egal wie groß das Verbrechen ist. Zu dem Geschäft dieser Verbrecher gehört es, sie als Bürger systematisch um ihre Rechte zu bringen. Diesen Verbrechern ist es dienlich, wenn sie vieles nicht erfahren. Der Kreis jüdischer Kaufleute steht für Veröffentlichung und Transparenz. Leute hingegen, wie die Ex-Justizministerin Roswitha Müller-Piepenkötter und ihr nutzloser Nachfolger Thomas Kutschaty, stehen für Schönfärberei und Geheimniskrämerei, für Lug und Betrug auf Kosten der Menschen, die tagtäglich arbeiten. Roswitha Müller-Piepenkötter und Thomas Kutschaty sind Teil des Verbrechens an den Kindern, das tagtäglich in den größten Städten unserer Republik geschieht. Die Presse nennt es verniedlichend Kinderstrich. Ein asoziales Verbrechen, das uns alle schädigt, denn wir Bürger müssen im Nachhinein mit den kaputten Leben dieser Kinder zurechtkommen. Die Kinder selbst übrigens auch. Roswitha Müller-Piepenkötter und Thomas Kutschaty als Justizminister gehen mit Verbrechen gegen jeden vor, der die Zusammenhänge und das System den Bürgern aufzeigt. Nach dem Gefängnisaufenthalt klagt der jüdische Kaufmann gegen die Verbrechensbeteiligten. Der korrupte Oberstaatsanwalt Frobel von der Staatsanwaltschaft Essen, gegen die sich die Klage des Kaufmannes richtet, sagt in seinem Schreiben vom 9. November 2011, er könne keine Anhaltspunkte für eine Straftat der ehemaligen RTL-TV-Richterin Kirsten Erl finden. Was sagt das Gesetz? Im § 339 des Strafgesetzbuches ist die Rechtsbeugung definiert und sie droht Richtern, die das Gesetz zum Nachteil einer Partei beugen, beispielsweise durch Falschbehauptungen und Beweisunterdrückung, mit bis zu 5 Jahren Haft. Interessant dabei, warum dauert es bis Ende 2011, bis die Staatsanwaltschaft Essen sich zu dem Vorgang äußern muss? Die Staatsanwaltschaft hatte über 1100 Tage lang, selbst Rechtsanwälten, keinen Einblick in die Beweismittel gegeben, selbst nicht nach Verurteilung des Angeklagten. Das Justizministerium hatte die Staatsanwaltschaft mit der Überprüfung des Sachverhaltes beauftragt. Also die Einrichtung, die das Verbrechen ausgeführt hat, wurde vom Auftraggeber des Verbrechens mit der Überprüfung beauftragt. Soweit zum Thema Rechtsstaat und Korruption.
Korrekterweise hätte das Justizministerium das Verfahren gemäß Gerichtsverfassungsgesetz einer Staatsschutzkammer übergeben müssen.